mit den Worten, bei uns wird operiert, was auf den Tisch kommt, und die Behauptung, wer krank ist, muss kerngesund sein, erlebten am Samstag, den 6. März 2010, die Besucher der vollbesetzten Gemeindehalle zu Neckargröningen die Premiere des neuen Programms. Ich glaube, du musst bald auch mal unter das Messer bei mir. Naja, muss reichen erstmal. So, den habe ich mir jetzt aber auch redlich verdient. Da werde ich jetzt. Was ist das neu? Kann ich auch noch verlängert? Und um Gottes Willen, so eine Verschwendung, das gibt's ja gar nicht. Beruhigen Sie sich, Herr Professor. Die Leber wird Sie Ihnen danken. Auch dieses Mal ging es um viel. Echt schwäbische Liebesgeschichten mit allen möglichen Verwechslungen und das in einer typischen Klinik. Ein wirklich lustiges Chaos. Krankenschwestern und Assistenzarzt, Putzfrau und Professor und die Patienten, die letztlich glaubten, Lagerfeld, Heino oder gar Superkoch Lichter zu sein. Mit tosendem Applaus bedankte sich das Publikum für die grandiose Vorstellung, bei der man wieder einmal aus vollem Herzen lachen konnte. Und letztlich stöhnte der Darsteller. Was für eine Scheißrolle! Dies war ein Beitrag von Waldemar Herzog.